Ja, Bekannten aus Dortmund, wir haben uns stark gemacht, dann das mal zu Texte zu führen, und er hat einen Videomitschnitt zugemacht. Ja, informativ, einfach mal reinschauen. Kaspar MC, ach du liebe Zeit. Okay. Da gebe ich vollkommen recht, es soll auch keine Party werden. Trotzdem, zuhören. Ja. Ich sag, die Welt ist grau, ich sag, die Welt ist verantwortlich. Scheiß auf euren Reichtum und Milliarden, steckst aus Ratenschoß. Es tut ein Kaviar, ich brat mir lecker warmes Brot. Ich schlaf vor dem Kamin, ich bin Christian, er vom Bahnhof. So, du siehst den Porsche an, sagst, du willst ihn auch erkaufen. Ich schieb grad mein Kurs an, weil er mal wieder schlockt. Doch auch das Herz, das falls Gesetze lächeln. Auf mein Kopf nicht bockig aussehen, Fahrrad aufgesattelt. Und am Ende muss ich doch nicht laufen. Ja, manches hier ist schlecht, doch alles könnte schlechter sein. Ich hab noch beide Arme, bloß linkes und rechtes Bein. Und solange keine Ärzte irgendwelche Schäden erkennen, bleib ich am Ball, steig aufs Pferd und lass meinen Schädel nicht hängen. Ihr nehmt Tod 3, seht euch den Zunkern und seid sprachlos. Ich genauso, doch mir scheint die Sonne aus dem Anus. Ist halt alles nur eine Frage vom Blickwinkel des Betrachters. Okay, ist halt alles nur eine Frage vom Blickwinkel des Betrachters. Sitz mal locker, geh dein Weg und fällst du hin in dir und Wasser. Du musst aufstehen, wenn du gestürzt bist, sonst wird man immer auf dich drauf treten. Weil das Leben seinen Lauf nimmt, es ist verwirrend, werd nicht auch blind. Behaupte nicht, sonst wirst du draufgehen. Du musst aufstehen, wenn du gestürzt bist, sonst wird man immer auf dich drauf treten. Weil das Leben seinen Lauf nimmt, es ist verwirrend, werd nicht auch blind. Behaupte nicht, sonst wirst du draufgehen. Lass den Stress hinter dir, schreib's mit Effekt auf Papier, dass du froh bist, dass du haben, was du hast. Nicht für den Moment, dich bloß mal abzulenken, weil du denkst, vielleicht fällt es dir spät, wer sonst so lass. Halt dich, fest am Verstand, werf die, lass aus dem Land, bezahl dich, lass Wagen fallen, dich fahr dich, was bremsen dann, aus dem Bundestag durchs Land und dann die Runde Start und Bahn, bis sie bereuen, die erwarten, ihre Denkweise ist krank, ich bin kein Zombie, Gott sei Dank. Doch bei den meisten, die hier leben, haben die das schon geschafft, denn dieser Abend sich gerafft und meine Worte sind gespannt. Nicht drüber reden, nicht auf dem trau dem Positiven, sagt man muss sein Leben genießen, auch in miesen Gebieten, wo nur fiese Intrigen was jeden besiegen oder zumindest versuchen, aber nicht jeden hier kriegen, sondern jeder befrieden. Du musst immer aufstehen, wenn du gestürzt bist, sonst wird man immer auf dich drauf treten, weil das Leben seinen Lauf nimmt. Es ist verwirrend, werd nicht auch blind. Behaupte nicht, sonst wirst du drauf gehen. Du musst immer aufstehen, wenn du gestürzt bist, sonst wird man immer auf dich drauf treten, weil das Leben seinen Lauf nimmt. Es ist verwirrend, werd nicht auch blind. Behaupte dich. Mein Herz, das klopft so. Manchmal fühlt man sich halt kopflos, dann ist nichts im Kopf los. Geht's dir auch oft so, dann verblockst du's. Sei nicht geschockt, puh. Denn dann heißt es Kopf hoch, damit dein Herz auch weiter klopft und nicht Gefahr läuft, dass es einen Stillstand erliegt und ihm erschlagen wird, so sehr es sich auch anstrengend und bemüht. Kennst du den Schmerz, wenn du das Übel nicht bemerkst und es mitbekommst, wenn es in dich hineinfährt? Nichts stark einfach, wenn man nicht einmal für sich, geschweige denn für irgendeinen anderen Zeit hat. Weil man überall rumgeistert, aber es irgendwo meistert. Weil man nicht bei der Sache ist und Pläne dadurch scheitern. Dann heißt es nicht den Vogelstrauß spielen. Dann heißt es ranklotzen, auch wenn dich Gefühle auffühlen. Wenn zu viel Druck ist, musst du ihn mit Tränen rausspülen, um klar sich zu bekommen. Sonst wirst du ausfühlen. Kopflos wie der Giotine, kopflos nur durch Videospiele. Kopflos ohne Ziele, kopflos wegen Projektil. Kopflos werden wegen Medien und erledigen wegen Zielen. Also zieh dich aus der Schlinge, weil schon viele Köpfe fehlen. Du musst aufstehen, wenn du gestürzt bist. Sonst wird man immer auf dich drauf treten, weil das Leben seinen Lauf nimmt. Es ist verwirrend, werd nicht auch blind. Behaupte nichts, sonst wirst du draufgehen. Du musst immer aufstehen. Steht auf für eure Rechte. Und auch für die Linke von mir aus. Dankeschön. Ein Applaus für Patrick MC. Patrick Kaspar MC. Patrick Kaspar MC. Ich bin ja gerade spontan eingesprungen. Ich will noch mal kurz was hinzufügen. Es gibt immer so ein paar, die sagen, ja, warum keinen Spaß haben, warum nicht tanzen, warum nicht singen. Falsch! Einfach falsch! Reden sind wichtig, nur das meiste wissen wir doch schon. Deswegen ist es auch gut, dass wir uns hier in Energie halten. Und das Beste ist lachen, tanzen, Spaß haben. Also, hört bitte mit auf zu sagen, wir dürfen nicht singen. Hört bitte auf zu sagen, wir dürfen nicht tanzen. Nein, mehr davon. Das habe ich bei Querdenken gelernt, egal was jetzt gerade gesagt wird. Wir sind offen für alles, wir hören uns alles an. Deswegen, wenn man einmal groß wird, dann möchte man die immer klein machen, die Peace-Bewegung. Egal, was für ein neuer Name dann kommt. Und ich habe gelernt, dass man offen für alles sein soll. Und das Schöne ist, nicht nur reden, nicht nur singen, nicht nur klatschen, nicht nur meditieren, alles. Und das alles. Das alles. Das alles hat uns heute.
Leute hier hingebracht, mit so vielen Menschen nach Leipzig gebracht. Und das war immer friedlich. Das, was die Medien da zeigen, diese Handvoll Menschen, die über den Zaun springen, die Schauspieler oder irgendwelche Leute, die Raketen zünden aus den eigenen Reihen, das sind nicht wir. Deswegen, wir müssen starten. Bruder, lass uns das Deutschlandlied singen, Bruder. Bruder, Deutschlandlied, ich komme aus Ghana, aber wir können das trotzdem nicht singen. Nein, aus Ghana, ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Weil ich jetzt natürlich eine lange Anreise hatte, Clarisse ist auch da mit der gelben Jacke, sagt mal kurz hallo, weil angereist mit dem Bus extra. Ich möchte sagen, ihr motiviert uns alle, die hier oben stehen. Natürlich ist es mutig, hier oben zu stehen, aber überhaupt rauszugehen, Gesicht zu zeigen, ist genauso mutig. Ja.